Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es um den Tag 11 von dem Rätsel, das Ereignis Geheimnis von Azeroth. Und dazu können wir schon mal reinschauen, was es an Quests gibt. Für die Leute, die jetzt das Ganze bis jetzt nicht mitverfolgt haben, ihr müsst hier jeden Tag quasi ein Rätsel absolvieren. Die spawnen einmal pro Tag, kommt ein neues dazu. Ihr könnt aber auch alle am Stück laufen. Ihr solltet aber das erste zumindest während des Ereignisses beginnen. Sonst könnt ihr das Ganze nachträglich nicht abschließen. Wenn ihr das erste begonnen habt, dann könnt ihr theoretisch die bis jetzt freigeschalten worden, an einem Stück quasi durchballern. Zu allen von den Rätseln habe ich schon ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem aktuellen mal durch. Dann schauen wir uns das Rätsel zu Tag 11 an. Und zwar sind wir wieder im altbekannten Gasthaus zum gerösteten Geißbock, dass ich es nur rausbringe. Hier einmal in Waldracken. Und dort haben wir jetzt mal wieder von Bobby eine Quest, beziehungsweise wir kriegen eine Notiz von ihm. Und das ist Notiz Kontakt der Kirin Tor. Und das holen wir uns jetzt mal. Und darin steht jetzt, wo wir als nächstes hin müssen. Und hier steht was von Medivh drin, heißt, wir müssen nach Karazhan in die Bibliothek. So, Dalla, wir sind jetzt in Karazhan angekommen, beziehungsweise davor. Karazhan, für die Leute, die es nicht wissen, das liegt in den östlichen Königreichen und zwar dann hier im Gebirgspass der Totenwinde und hier unten auf den Koordinaten 47, 75 ist dann der Eingang. Wir müssen ins alte Karazhan rein und nicht ins neue, also der neue Eingang ist ja da oben, ne? Und der alte ist quasi hier unten und da geht es jetzt einmal rein. Und jetzt heißt es quasi einmal hochlaufen bis zum Kurator. Und ja, für die Leute, die da jetzt vielleicht nie großartig drin waren, wir müssen jetzt unten erstmal alle Bosse wegräumen, dass wir dementsprechend zum Opa-Event kommen. Ne? Heißt, wir haben jetzt hier quasi den Gaul, den müssen wir umschießen, also Mitternacht. Dann haben wir oben einmal Morose, den wir töten müssen. Da haben wir den Morose, den haben wir auch um. Der geht jetzt halt quasi, wenn ihr die Treppe hochlauft, nach links, ne? Und jetzt müssen wir noch die Mai töten und erst dann können wir beim Theater-Event quasi die Passage in die oberen Bereiche des Turms öffnen. Dann laufen wir zur Mai, die haben wir auch um. Und zwar, wenn ihr jetzt hier von Morose, ne, einmal hier die Treppe hochlauft, kommt ihr hier zu Maid und wenn wir dann den Gang wieder zurücklaufen, kommen wir hinter zum Theater-Event. Da müsst ihr hier runterspringen, hier außen rum und könnt da hinten hoch. Aber ich denke mal, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. So, dann sind wir beim Theater-Event. Da müssen wir dann einmal mit dem Schausteller hier sprechen. Und zwar steht der hier hinten drin, dann geht die Tür auf und dann beginnt quasi eins von, ich glaube, drei verschiedenen Events. Und das müsst ihr quasi abschließen und dann können wir weiter nach oben. Sobald ihr das Opa-Event fertig habt, könnt ihr dann quasi hier diese Treppen, ne, auf den Balkonen hochlaufen und dann geht's hier in quasi die oberen Bereiche des Turms. Und da müssen wir jetzt an einer bestimmten Stelle abbiegen, die zeige ich euch jetzt mal. Also hier geht's quasi nach draußen, dann würde es hier zu Nightbane rausgehen, da können wir wieder zurück in den Hauptballsaal kommen und wir müssen jetzt quasi hier nach oben laufen. Und ab da könnt ihr eigentlich nichts mehr falsch machen, da kommt ihr dann irgendwann beim Kurator raus. So, ich bin jetzt oben beim Kurator, den haben wir gerade umgehauen und jetzt der nächste Raum ist anscheinend die Bibliothek, ne, Bibliothek des Wächters und hier haben wir einen Haufen Bücherregale rumstehen und da müssen wir jetzt ein paar Hinweisen nachgehen. Kleine Randinformation, setzt am besten wieder eure ganzen Toys ein, also die Fackel von Pyrit einsetzen, dann die Denkkappe und dann haben wir noch die Götze von Onara, alle drei am besten einmal einsetzen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich merke gerade hier in der Druid-Gestalt, genau. Und jetzt seht ihr, haben wir jetzt hier mit der Götze einmal das oben drauf und das leitet uns jetzt in eine gewisse Richtung. Und da können wir jetzt gucken, dass wir dann verschiedenste Sachen anklicken können. Ja? Unter anderem haben wir hier einen uralten Folianten, den können wir anklicken. Und der zeigt uns dann quasi Koordinaten, wo wir hin müssen. Dann können wir quasi wieder unsere Kappe von diese Denkkappe quasi aktivieren und die Koordinaten ablaufen. So, wir haben jetzt hier oben, ne, die Denkkappe haben wir beim anderen Hinweis benutzt, jetzt haben wir hier 3 und 6
Und jetzt sind wir quasi hier hinten drin, Koordinaten 36, 38 quasi, also von da sind wir jetzt noch hier hintergelaufen. Und dort haben wir jetzt in dem ganz linken von den Regalen einmal hier wieder den nächsten Hinweis. Und das heißt dann 8 und ich glaube, das ist minus 14. Also müssen wir die Denkkappe quasi dann nochmal einsetzen. Sind wieder auf 0,0 und jetzt müssen wir auf 8 und minus 14. Juti, jetzt bin ich auf 8 und minus 14, wie ihr seht. Und das Leuchteding zeigt auch hier ins Regal und da haben wir nochmal einen uralten Folianten. Auf eurem Map ist das hier unten auf den Koordinaten 47, 6, 64 so rum. Und da können wir dann hier in dem Schrank das Ding anklicken und jetzt müssen wir auf minus 11 und 7. Also wichtig ist, dass ihr halt dann nochmal die Denkkappe einsetzt, dass ihr quasi hier einmal auf 0,0 seid und dann tickern wir natürlich erst los. So, ich habe es jetzt gerade ein bisschen zu schnell gelootet für die Aufnahme, aber wir sind jetzt wieder an quasi dem Punkt, wo wir vorhin am Anfang waren, zurück. Das ist jetzt 11, minus 11 und 6, nicht ganz 7, wahrscheinlich war ich nicht ganz korrekt hier gestanden, aber hier konnte man einfach ein Buch anklicken, also in dem Bücherregal. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es da war oder hier unten, das habe ich angeklickt und habe dann dementsprechend hier von eine Quest geploppt bekommen, als ich das angeklickt habe. Das haben wir jetzt auch einmal hier im Inventar, Türs Vermächtnis, das müsst ihr hier quasi einfach anklicken und dann müssen wir mit dem Büchlein zurück in das Gasthaus zu Bobby und ich würde sagen, das machen wir mal, porten wir uns da einmal hin. Also ich zeige es vielleicht nochmal auf der Map, wir sind jetzt quasi hier am Eck bei den Koordinaten 33, 51. So, dann wieder in Waldracken angekommen. Können wir das Teil jetzt quasi einmal abgeben, Türs Vermächtnis. Und dann haben wir den nächsten Hinweis quasi abgeschlossen, Wissen der Kirin-Tor. Und damit fehlen jetzt tatsächlich nur noch 3 Stück. Dann sind wir durch mit dem kleinen Rätsel. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.